Diese Sith müssen die Vorhut sein. Für die Republik! So. MJ2. Das Gute ist, vor Kämpfen haben wir immer kurz einen Pause-Screen an. Das habe ich extra aktiviert, damit es dann nicht gleich losgeht, dass wir uns erstmal kurz vorbereiten können. So, wir gehen mal auf den rechten. Und ihn. Kurz mal Pause machen. Schicken wir auf den. Ich bin noch nicht ganz in der Steuerung, deswegen tut es mir leid, wenn ich ab und zu mal Pause drücke, ohne es geplant zu haben. Aber der Kampf lief schon mal ganz gut. Bei meinem letzten Versuch, war ja schon ewig her, musste ich hier ein Medikit leider einsetzen. Aber ich hatte ja auch eine andere Klasse ausgewählt, also es könnte auch daran liegen. So, gehen wir mal weiter. So, hier erstmal den hier. Kurz Pause machen. Und weiter. Ah, wir sind tatsächlich ein bisschen angeschlagen. Vielleicht mal Medikit reinhauen. So. Oh, 11 Credits. Ist natürlich ohne großartig zu erklären die Währung hier. Nochmal was. Das ist auch schön. Ja, aber wir sind ja wie gesagt alle noch im Startergebiet. Also nicht wundern, dass es jetzt alles so gescriptet ist. Ja. So, was ich noch sagen wollte, das richtige Spiel geht erst dann richtig los, wenn wir hier weg sind, ohne jetzt zu viel vorher wegzunehmen. Aber ich will mich auch noch ein bisschen beeilen, dass wir das alles noch in die Aufnahme bekommen, weil, wie gesagt, ich habe nur 29 Minuten Zeit. Dann ist die Kamera voll. Dann muss ich das übertragen und dann muss ich wieder eine neue Aufnahme machen. Weiter geht's. Oh, Verschreckung. So, ich will mal ganz kurz was schauen. Schwer, genau, nein. Die Suppe im Lichtkampfsituation, die Kamera wird automatisch hinter den Spieler verlegt, wenn sich dieser einige Zeit nicht bewegt. Okay, ja, nee, das ist unnötig. Kampfbewegung ein. Automatisch speichern auch ein, das passt alles. Grafik-Sound, konnte man das dann nochmal einstellen? Ich glaube, das konnte man nur vorm Spiel einstellen, was ich jetzt noch machen wollte, aber das ist nicht wild. Das ist natürlich ungut. So. Warum kann ich denn noch... Ah, den habe ich gar nicht geplündert, okay. Interessant. Hier liegt auch noch mehr Loot. Oder das möchte ich natürlich nicht losgeben. Einige Granaten, das ist super. Ein dunkler Jedi. Dieser Kampf ist nichts für uns. Ziehen wir uns zurück, bevor wir im Weg stehen. Das war einer von Bastilas Begleitern. Verdammt, wir hätten ihre Hilfe brauchen können. Hier, ja. Sehen wir zum ersten Mal. Ein Lichtschwertkampf. Ich finde persönlich nicht schlecht. Also, dafür, dass das Spiel schon relativ älter ist, ist es eigentlich ziemlich gut umgesetzt worden, finde ich persönlich. Man wünscht sich natürlich, dass man ein Lichtschwert bekommt, aber nichts da. Bekommt ein Teil, was man später zur Verbesserung eines Lichtschwerts brauchen kann. Oder zu einer Waffe, ich weiß nicht mehr genau, was das gerade gut war. Wir können ja nochmal nachschauen. Das war... Hier. Vibrationszelle. Ja, Upgrade Objekt Nahkampf. Stabilisierten Nahkampfwaffen haben... Ich weiß nicht. Also kann sein, dass es nur für Schwerter ist, aber, es ist auch möglich, dass es auch noch für Lichtschwerter geeignet ist. Ich hoffe natürlich auf Lichtschwerter. Und dann haben wir das halt ewig im Inventar. So, die Brücke scheint natürlich ein bisschen voll zu sein. Das Lustige ist,
Wir sehen jetzt hier hinten noch ein paar Republikaner. Die fallen gleich alle um. Machen wir mal weiter. So, also werden die getötet. Es gibt auch keine Chance, die zu retten, leider. Ich hab das schon mal probiert. Bastila ist nicht auf der Brücke. Sie müssen bereits zu den Rettungskapseln unterwegs sein. Wir sollten zusehen, dass wir auch zu den Rettungskapseln kommen. Die Sith wollen Bastila lebend. Aber sobald sie das Schiff verlassen hat, werden sie die Ender Spire in Stücke schießen. Okay, wir hatten mal ein Level up. Das machen wir natürlich gleich mal. So, wir haben nur einen Punkt zu vergeben. Ja, dafür brauchen wir zwei Punkte. Dafür brauchen wir auch noch zwei Punkte. Ich pack's mal auf Heilung. Ja. Und ein Talent. Können wir schon? Nein, da brauchen wir Level 4 für. Dann würde ich das hier mal nehmen. So. Okay. Noch mal eine Blasterpistole. 12 Credits. Kein Problem. Nicht geklappt. Da hinten ist irgendwas. Verdammt, noch ein dunkler Jedi. Ich halte ihn auf. Flieht ihr zu den Rettungskapseln. Schnell! Tja, das war's dann mit unserem ersten Begleiter. Ohne jetzt zu spoilern, den werden wir nie wiedersehen. Kein Problem! Nicht geklappt. Ja, wir kommen nicht rein. Wollt's nochmal testen? Also. Steuerbord Decks, hier geht's dann weiter. Hier sind wir hergekommen, also weiter geht's. Ihr spricht Karth Onasi auf eurem persönlichen Kommunikator. Ich versuche, eure Position über die Lebenserhaltungssysteme der Ender Spire zu bestimmen. Bastilas Rettungskapsel ist verschwunden und ihr seid das letzte überlebende Crewmitglied der Ender Spire. Ich kann nicht länger auf euch warten. Geht zu den Rettungskapseln. Okay. Okay, da haben wir gleich den ersten Gegner. Werfen wir mal eine Splittergranate. Ist das Problem gleich Geschichte? Oder er überlebt sie einfach. Natürlich. Ich wünschte, dass wir beim Kampfmodus nicht oben so einen hässlichen Balken haben. Bei der PC-Version gibt es den. Gott sei Dank nicht, aber... Ist ja die Konsolenversion. So. Auf zum nächsten. Seid vorsichtig. Auf der anderen Seite der Tür befindet sich eine große Zahl Sith-Trooper. Ihr müsst einen Weg finden, sie zu dezimieren. Ihr könntet diesen beschädigten Angriffsdroiden neu programmieren, wenn ihr genügend Ersatzteile habt. Er wird euch helfen. Ihr könnt aber auch die Computersonde verwenden, um in das Terminal zu gelangen und die Sicherheitssysteme der Ender Spire gegen die Sith einsetzen. Ich finde diese Animation von ihm während der Rede so toll. Wenn ihr genügend Ersatzteile habt. Wundervoll. So. Gut. Ja, das wäre erstmal kein Problem mehr. Wir machen es natürlich mit den Sicherheitsdroiden. Fun Fact. Wir müssen ihn natürlich in Patrouillenmodus versetzen, damit er sich bewegt. Und hier ist natürlich noch die Möglichkeit, seine Schilde zu aktivieren. So, wir werden den Droiden nie wiedersehen. Und es ist möglich, also, und er schafft es auch, sie zu besiegen, ohne dass wir die Schilde aktivieren. Das heißt, das ist eine, wie soll ich sagen, eine Fangfrage. Wenn man so nennen will. Aktiviert nicht die Droidenschilde, das kostet euch 4 Ersatzteile und die braucht ihr später dringend. Einfach nur in Patrouillenmodus versetzen, reicht vollkommen. So. Wir wechseln ganz kurz mal zu einem Blaster. Seht ihr, das meine ich. Also, er hat auch irgendwie aus irgendwelchen Gründen, Gott, jetzt konnte ich gerade nicht reden, hat er
Ja, hat er schon ein Schild, also von daher nicht den Schild aktivieren. Gut gemeinter Rat. So, wir haben die hier, die ist 1 bis 10, die wir aktiviert haben, die ist 1 bis 6. Das heißt, wir lassen es natürlich erstmal auf der hier. Sonst ist hier nichts. Eine Nachricht. Was ich noch sagen wollte, man hofft natürlich hier gleich, dass man die rote Rüstung bekommt, aber die ist sehr, sehr viel Geld wert und die kann man sich erst später kaufen, leider. Gerade noch rechtzeitig geschafft. Nur eine Rettungskapsel ist noch übrig. Los jetzt, wir können uns auf dem Planeten unter uns irgendwo verstecken. Wer seid ihr? Ich bin ein republikanischer Soldat wie ihr. Wir sind die letzten beiden Besatzungsmitglieder auf der Ender Spire. Bastilas Rettungskapsel ist weg. Kein Grund also noch länger hier zu bleiben und uns von den Sith abschießen zu lassen. Kommt jetzt. Fragen stellen können wir später noch. Okay. Gut, dann... Ja. Machen wir das noch ganz schnell. Das ist die letzte Rettungskapsel und deine einzige Überlebenschance. Nutze die Rettungskapsel, entferne dich von der Rettungskapsel. Ich frage mich, warum diese Funktion überhaupt existiert. Ich meine, das Schiff fliegt jetzt hier gleich, fliegt dir jetzt gleich um die Ohren. Warum solltest du nochmal weggehen wollen? Aber wir tun's. Lustigerweise. Denn ich würde sagen, wir haben jetzt bald die 27. Minute erreicht. Und ich würde gerne aufhören, bevor die Speicherkapazität meiner Kamera voll ist. Weil hier wird uns gleich wieder eine Cutscene erwarten. Und ich weiß nicht, wie lange die dauern wird. Und deswegen sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Knights of the Old Republic oder kurz KOTOR. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich werde auf jeden Fall noch eine Aufnahme machen. Also dann, ciao.